Die Amsel. Unverkennbar, so wie sie da stehen, mit dem Schwanz nach oben, sind Weibchen und Männchen. Ja, es sind zwar welche Busse da, es waren aber mehr. Es waren 6, 7 Stück, sind aber alle abgehauen. Und dieser hier ist auch sehr weit weg. Hier ist noch einer, ein Blackie, total dunkel. Mein Blondie war vorher dort auf der Wiese, ist mir aber auch abgehauen, die sind so scheu. Sobald ich kurz anbremse, und es sind noch 300-400 Meter, da gehen die auf Abstand. Jetzt sind sie rübergeflogen. Ja, ein Thunfalke hat gerade eine Maus sich geschnappt und speist. Schade, dass es so dunkel ist heute. Naja, aber besser als gar nichts. Der Mampf ganz schön. Ist ziemlich weit weg. Das Ganze sitzt auf einem Schild. Das ist ein Zufall. Schade, dass das Licht so schlecht ist. Das ist ganz schön schnell fertig auch. Es dauert ein paar Minuten und da ist die Maus weg. Und hungrig ist er auch, der Junge. Es ist ein Junge, weil er eine graue Kappe hat. Man fragt mich dauernd, beziehungsweise sagt, ich soll's immer sagen, ist das Junge und Mädchen. Beim Thunfalken ist es einfach, aber beim Bussard geht es nicht. Beim Bussard kann man das nicht feststellen. Weibchen und Männchen sehen gleich aus. Ja, jetzt hat er gespeist. Jetzt ist er glücklich. Der Junge. Hast du gesehen, wie schnell das ging? Ratzfatz. 2, 3 Minuten und fertig. Bin gespannt, wie der Film geworden ist in dieser Dunkelheit. Es ist total dunkel draußen. Es scheint nur so hell, aber dunkel ist es trotzdem.